Leben ist etwas Heiliges. Es ist ein Geschenk, das wir mit der Geburt bekommen und das mit dem Tode erlischt. Das Leben hilft uns, aus unserem festgefahrenen System herauszukommen. Was bisher richtig war, bleibt bestehen. Was nicht gut war, sollte überdacht werden. Manchmal begegne ich Menschen, die solchen scheinbar dem Tod geweihten Patienten keine Chance mehr einräumen. Sie werden sogar richtig ärgerlich, wenn sie davon hören, dass jemand nach einem Ausweg sucht. Sie sind der Meinung, helfen lohne sich da nicht mehr. Alles wäre sowieso schon verloren. Sie werden moralisch und sprechen vom Bösen, das sich in diesen Menschen ausgebreitet habe. Doch eine Krankheit ist nichts Verwerfliches. Selbst wenn es fast unmöglich wäre, ist es wichtig, eine Chance für Veränderungen zu geben. Aufgrund all meiner Erfahrungen darf ich Ihnen Hoffnung machen und möchte Sie einladen, neue Wege zu gehen. Mit diesem starken Statement steigst du in dein Buch ein und hiermit möchte ich dich ganz herzlich begrüßen, Monika Paul, Autorin des Buches Krankheiten mit Schwingungen behandeln. Und genau darum soll es jetzt heute in unserem Autorentalk gehen. Alles ist Schwingung und du hast dich damit tiefgehend beschäftigt und eben genau diese Vision, die dich antreibt, dass immer noch was möglich ist, auch wenn viele vielleicht schon denken, alles vergebens, bist du noch voller Hoffnung und weißt auch, wie es geht. Also nicht nur Hoffnung, sondern du weißt, wie es geht. Erzähl doch mal darüber. Ja, es fing alles an als Krankenschwester. Okay. Als ich gearbeitet habe im Krankenhaus, waren schon viele Leute immer so, da kann man nichts mehr machen, das ist vergeben, das ist vorbei. Die haben keine Chance mehr in ihrem Leben. Du wirst sehen, der Weg wird so und so gehen. Viele Leute hatten recht, aber nicht alle. Und ja, das ist auch heute noch so. Ich bin dann ausgestiegen schon sehr früh, also mit 18 Jahren habe ich meine Ausbildung gemacht, bis 21 und habe dann sofort entschieden, ja, da gehe ich raus, da will ich weg. Wo gehe ich denn hin? Wo gibt es denn eine Möglichkeit, dass ich einfach noch was anderes machen kann? Habe dann in verschiedenen WGs gewohnt und habe nach meinem Weg gesucht und bin dann erstmal bei den Anthroposophen in Dornach als Krankenschwester angefangen. War wunderschön, war eine wunderschöne Zeit, wirklich die ganzen Wissen, das ganze Wissen von den Anthroposophen zu lernen mit ihren Heilkräutern. Ich war auf der Geburtsstation und habe dann immer, weil nicht genügend Geburten waren, aushelfen können. Auf anderen Stationen und dann durfte ich auch mit bei Weleda auch auf die Birkenblätterernte. Das waren wunderschöne Zeiten, wo einfach ja schon was ganz anderes entstand. Dornach und die Musik und das andere Leben, die andere Kost, die andere Vorstellungsart hat mich sehr imponiert. Mich hat das wirklich fasziniert und mein Herz war immer am Schwingen. Ja, damals waren noch andere Zeiten. Nach einem Dreivierteljahr musste ich die Schweiz verlassen, weil ich bin ja Deutsche. Und dann war die Aufenthaltsgenehmigung vorbei und ich musste zurück nach Deutschland. Und dann bin ich wieder zurück in diese WG. Ja, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung. Und es war schon klar, dass der Weg dorthin geht, dass ich klassische Homöopathie machen möchte, aber ich war ja keine Ärztin. Wie lerne ich das denn? Wo lerne ich das denn? Wie mache ich das denn? Es gab damals eine Schule in München und eine Schule in Berlin. Das war's. Ich bin dann nach Berlin gegangen, habe mich dort dann wieder umgeguckt, habe dann eine Stelle bekommen als in der ambulanten Krankenpflege. Wir waren 10 Krankenschwestern, ein Pfleger, sind mit den Fahrrädern die Leute begleiten gegangen, zu Hause zu sterben, also aus die Krankenhäuser raus, war damals so das Berliner Projekt. Parallel bin ich dann angefangen, Homöopathie zu studieren im Haus
der Gentiner Straße. Dort bin ich dann in die ganz tiefen Entwicklungen der Homöopathie gekommen, bin die Lehre von allen möglichen Leuten, bin gereist in ganz Europa, um wichtige Persönlichkeiten als Dozenten kennenzulernen. Und habe dann später geheiratet, bin dann nach Süddeutschland und habe einen Akupunktur geheiratet und mein Schwiegervater war Arzt für also für Krebskranke, war spezialisiert und meine Schwiegermutter war die Laborassistentin. Sie also hat die ganzen Laborsachen gemacht. Und dort war wieder eine Phase des starken spirituellen und aber auch wirklichen Lernens, andere Wege der Naturheilkunde. Und dort bin ich dem Werner Dingler begegnet, Konstanz, habe dort die Arbeitskreise für klassische Homöopathie und die tiefste homöopathische Ausbildung erhalten, die man haben kann, weil er hat wirklich den Organon aus Detail gelehrt und ich war Küken. Weil ich das Küken, weil alle anderen waren schon viel älter. Ja, das Küken, das versteht nicht so viel. In Ordnung, das Küken hat ganz viele extra Fragen. Ich verstehe die nicht. Das war ich. Aber mir hat das da unglaublich gefallen. Das war also tief. Ich habe den Organon 10-mal lesen müssen. Weil was das Tolle ist, ich bin Legastheniker und der Organon ist sowas von schwierig geschrieben. Der war für mich ganz einfach. Komischerweise. Ich habe den besser verstanden wie heute unser heutiges Deutsch. Und ich konnte den auseinanderlegen. Ich habe den einfach auseinandergelegt und habe dann jeden kleinen Satz wirklich in der Tiefe gut verstanden und habe das umgesetzt. Und so habe ich zum Beispiel meine eigenen Probleme gelöst. Da steht auf Seite 172 in chronischen Krankheiten. Ja, ich glaube, das ist chronische Krankheiten, erstes Band. Du musst Nux vomica riechen lassen bei jeder Frau, die Probleme hat mit der Menstruation. Boah, ein Satz, eine Wirkung. Und diese Schwingungen haben mein Leben verändert, haben mir meine Schwierigkeiten der Menstruation weggenommen. Das chronische Mittel und dann dieses Riechen. Und da wusste ich schon, Schwingungen sind irre. Ja, das ganze schöne Leben als Homöopathin, als klassische Homöopathin in Büsingen-Schaffhausen ging zu Ende, als einer nach dem anderen starb. Also zuerst starb der Schwiegervater, dann starb die Schwiegermutter, mein Mann. Und 2007 habe ich mich dann entschieden, alles zu verlassen, zu verkaufen und nach Italien zu gehen, wo ich dann das neue Leben geführt habe. Und in Italien war es einfach so, jo, Arbeitsverbot. Klassische Homöopathin, Arbeitsverbot. Das war eine Bombe. Jo, neues Leben, neue Liebe, neues Sein. Was machst du? Mein Vater, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Bleib doch nicht da. Du warst schon Dozentin für klassische Homöopathie in Düsseldorf, in Leipzig und Dresden und in Zürich. Komm doch bitte zurück. Und ich kann nicht. Ich weiß nicht, warum ich kann nicht. Ja, und dann hat er mir die Klangliege geschenkt. Ich habe mich gefragt, was soll ich denn damit? Was soll ich denn damit? Was soll ich mit dem Ding? Ja, probier mal aus. Ich habe damit ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich war in Österreich auf dieser Klangliege und diese Schwingungen sind unglaublich. Jo, gut, okay. Ja, und heute bin ich Produzentin mit der Firma, also in Kooperation von Klangliegen und habe diesen ganzen Wust von verschollenen Informationen aufgearbeitet. Also einfach einerseits Musiktherapeutin noch gelernt und dann andererseits aber auch die ganze Vergangenheit der ganzen Schwingungstherapien und Schwingungen aufgearbeitet, einfach in die Tiefe von jedem einzelnen Teil, was es gibt. Und alles schwingt.
Mein neuester Film, den ich ganz toll finde, ist die schwingenden Fensterscheiben in der italienischen kleinen Oase, die ja auch schwingen und die einfach die Schwingung übertragen vom Autobus, der vorbeifährt. Es ist einfach, ja, alles schwingt. Und wir sind Schwingung, wir sind Leben, wir sind, das ist alles. Und ja, gebunden in unseren Gedankenmustern. Und die können wir ändern, aber nur wir. Und die beinhalten Schwingungen. Und ja, da ist die Arbeit. Ja, So. das ist das Spannende. Das ist ja, das Wort ist ja quasi mein Werkzeug. Dein Werkzeug sind jetzt die Schwingungen ausgelöst von der Klangliege und dann übersetzt du das, was du spürst und was dir die Patienten vermitteln und ergänzt es eben mit all deinem weiteren, sehr, sehr umfassenden Wissen zur alternativen Heilmethoden. Genau, also was ich total spannend finde, dass es jetzt eben eine Studie dazu gibt, dass Schwingungen wirken und was auch im heilerischen Bereich damit machbar ist, das finde ich ganz toll. Du zitierst ja auch oder verweist auf Masaru Emoto, den man so in Richtung Pseudowissenschaft verortet, auch wenn sich viele auf ihn inzwischen beziehen. Und das Tolle an deiner Arbeit ist, dass es eben jetzt ja, Patientenberichte gibt und man nachvollziehen kann, was wirklich passiert und was möglich ist. Genau, und deswegen ist auch dein Buch, um da darauf hinzuweisen, so wertvoll, weil es eben ja nicht mehr ein reines, ja, so ist es, wir erleben das, sondern man kann es wirklich nachvollziehen, also auf der Ja. Verstandesebene auch nachvollziehen und nachweisen. Ja, Spagat, ne? Es ist der Spagat zwischen Wissen, altem Wissen, alten Wissen von vielen Kulturen, also Ayurveda, 5000 Jahre vorher, bis über die ganzen Leute, die dann später kamen, also wie Reife, Tesla, Havix, Masaru Emoto, Marconi, wo ich ja auch gelebt habe in Bologna, also in Sasso Marconi. Unter den Steinen von Marconi habe ich gelebt, also der die Radiowellen, die Schwingungswellen, die magnetischen Wellen gemacht hat. Also es gibt so viel, ne? Und das ist ja Quantenphysik und es ist einfach so, diese ganze Schwingungslehre habe ich versucht, einerseits, die Ärzte haben darauf gedrängt, ey, du musst die wissenschaftlichen Sachen bringen. Du musst Puls, Blutdruck und Sauerstoffgehalt und du musst die technischen Werte alle nehmen, also Mindfulness und Antidepressions Hamilton Square. Du musst die alle benutzen. Das ist die Grundlage, damit wir überhaupt eine Studie machen können. Und ich bin dann einfach hingegangen und habe jeden gefragt, sag mal, magst du nicht mehr deinen Lebenslauf schreiben? Jeden Tag, wenn du jetzt hier bist. Vor und nach der Chemotherapie, schreibst du mir auf, was du empfindest? Schreibst du mir auf, welche Prozesse du machst? Und ja, 30 habe ich, das ist ja alles in italienischer Sprache geschrieben. Und es war für mich eine Wahnsinnsarbeit, als Deutsche das richtig hinzuschreiben, also wiederzugeben, die Formulierung richtig zu formulieren, auch in deutscher Sprache. Also, dass das wirklich real rein ist. Und ja, das ist schon eine tolle Sache gewesen. Und da möchte ich mich auch nochmal bei den 30 Patienten bedanken. Es waren 30 Patienten ja involviert und 8 Sitzungen vor und nach der Chemotherapie und 30 Kontrollpatienten, wo ich nicht mehr anwesend war, wo ich schon außerhalb des Krankenhauses war. Das war einfach unterhalb von der Covid-Zeit. Ja, das war eine Riesenherausforderung. Und wunderschön und anstrengend, schön. Also morgens früh um 7 aufgestanden und um 8 todmüde ins Bett gefallen.
Aber das war gut. Ein Jahr. Das war Ja, gut. sehr, 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 sehr wertvoll. So als kleinen Ausblick, dein Buch fängt jetzt so ein bisschen so allgemein an, aber du richtest dich ja nicht so wie viele andere Expertenbücher an den Leser an sich, sondern du sprichst tatsächlich eben auch andere, ich denke mal, Homöopathen, Heilpraktiker und dergleichen an. Magst du das nochmal präzisieren, für wen dein Buch Ja. tatsächlich sehr, sehr Ich habe lesenswert ist? für Fachpersonen, ja, Fachpersonen aus der Musik, aus der Medizin, aus dem Schulwesen, aus der Phytolehre, also Physiolehre, also aus dem Körperwissen, also aus dem Massagewissen, weil ich habe auch ein Studium von 3 Jahren Massage hinter mir. Ich habe das für die alle geschrieben, die in dem Sektor arbeiten. Also von Musikern, Musiktherapeuten, Heilpraktiker, Krankenschwestern, Hebammen, Lehrer, Erzieher, was sie auch sind, wo sie sich angesprochen fühlen, weil was diese Klangliege hat und macht, ich finde in kürzester Zeit die Ursache. Ich komme auf den Spuren der Ursache. Und das möchte ich lehren. Und meine Vorstellung ist, jede Stadt hat einen Therapeuten, also ich sage einfach Therapeuten der Musicotherapia con l'arpa, weil das ist eine Marke, fast weltweit jetzt, wo jeder sich drauf beziehen kann und Rücklagen hat. Und das bilde ich aus. Ich gehe davon aus, man ist schon Professionist in irgendeinem Sektor und lernt dann diese Spezialität dazu und benutzt die in Kliniken, in Praxen, in Spaß, in Schulen, überall. Ich begleite die Leute in der Ausbildung so weit, dass sie ihr Wissen, ihr Fachwissen mit einbeziehen können, wenn sie das gelernt haben. Ja, das kann auch ein Kardiologe sein, das ist egal, das geht. Das kann unter der OP sein, das kann nach OP sein, das kann vor OP sein, um einfach die ganzen Zustände zu klar zu nehmen und wegzunehmen. Weil wir kommen in einen Alpha-Zustand, das ist dieser Zustand, wo wir fast schlafen, wo der Körper zuckt. Und dieser Zustand ist das Unterbewusstsein. Da komme ich direkt an meine Gedanken und meine Gedankenansätze. Und die kann ich dort umleiten. Und ich kann die Ursache finden, weil das Unterbewusstsein sagt uns innerhalb von kürzester Zeit alles. Und deswegen ist es so schnell. Und ja, ohne Nebenwirkung. Wer will mehr? Ja, ich bin wirklich begeistert. Ich durfte ja bei deinem Buch auch mitwirken und vielen Dank Ja, nochmal ich hoffe. dafür auch. Genau. In diesem Sinne möchte ich euch allen das Buch ans Herz legen und auf jeden Fall nehmt Kontakt mit Monika auf, wenn ihr genau in diesem Sektor arbeitet und euch sagt so, hey, wenn ich jetzt so eine Diagnose, nochmal so ein Diagnoseinstrument hätte, was so schnell und so differenziert arbeitet, das möchte ich können oder kennen und können. Meldet euch direkt bei Monika. Sonst, ihr Buch ist inzwischen in 3 Sprachen erschienen, also Deutsch, Englisch und Italienisch. Die spanische Ausgabe ist in Vorbereitung. Kommt auch wahrscheinlich in 2 Wochen ungefähr raus. Und genau, ich danke euch allen für euer Interesse und ich danke dir, Monika, für dein Ich danke großartiges dir. Wirken. Ich danke dir. Wenn du nicht wärst, wäre es nicht. Ich danke dir.